Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Displays von Phantom Rage. Ja, dem Set, dem aktuellen Hauptset, was momentan noch so am Stisseln ist in Yu-Gi-Oh!, was wir vor etwa einem Monat hier aufgemacht haben, wo wir immer noch auf eine Starlight Rare hoffen, weil wir bisher noch keine gezogen haben. Und vielleicht hat ja Konami dieses Mal mit diesem Display so ein bisschen wird mit reingepackt, vielleicht diesmal für uns. Vielleicht ziehen wir ja mal eine Starlight Rare. Es ist ein interessantes Set geworden. Wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch ein ziemlich stark unterbewertetes Set im Verhältnis zu den ganzen anderen Sets, die wir jetzt dieses Jahr hatten. Liegt wahrscheinlich auch allgemein an so ein bisschen der aktuellen Lage weltweit, weswegen das so ist. Aber wir haben unter anderem ein interessantes Deck, das Virtualwelt-Deck, was sich eigentlich sehr gut momentan behaupten kann im Spiel. Und wir schauen mal einfach, was wir daraus ziehen können. Und ob uns vielleicht doch noch zum Abschluss diesen Jahres mit diesem Set uns noch eine Starlight Rare erwartet. Legen wir los. Schauen wir mal, wie viel Glück uns Konami dieses Mal mit in diese Box mitgesteckt hat. So. Haben wir es wieder offen. Und gucken mal, was dieses arme Set noch so für uns zu bieten hat. Was ja momentan, trotz seiner relativ sehr guten Eigenschaften, bei den Spielern anscheinend nicht so gefragt ist im Verhältnis zu den Displays, wenn man es vor allem mit dem Vorjahr vergleicht. Natürlich ist es nicht ganz so gut wie die letzten zwei vorangegangenen Sets, aber meilenweit entfernt, so wie die letztjährigen Sets, ist es definitiv nicht. Und ja, ich glaube, das liegt alles allgemein in der aktuellen Weltsituation, dass dieses Set einen kleinen, etwas schweren Stand hat im Verhältnis zu den anderen und vor allem aufgrund der langsam doch, ja, der Spielerschaft, die langsam gerne mal wirklich wieder Yu-Gi spielen möchte, mal auch aktiv in Real Life vor den Leuten. So, was? Ja. Wieso geht das hier eigentlich nicht richtig? Ah, so, jetzt was. Panzer der Virtualwelt, ja, ja. Ewig infernaler Beschwörer, Geonator Vertauscherin, Starbrigade, Rugal der Silbergranatenschütze und haben wir Mutant Ungeheuer als Super Rare. Mutantenexpansion, Xyz Import, Mahama der Feendrache und UA wichtigster Spieler. Magischer Makler, Tor der Virtualwelt Quinglong, tapferer Pinguin, UA Spielermanager und dann haben wir Phönix der Virtualwelt Fanfan als Ultra Rare. Ja, das Virtualwelt-Deck, das macht schon ein bisschen was und ich fand es auch damals cool, als ich es auch damals angekündigt hatte in unseren Yugi News. Da fand ich ja vor allem die 6er Synchro und die 3er XCs halt so interessant und ja, Handteufel, Ansturm der finsteren Welt, Mutanten-Expansion und Revolte der Starbrigade. Ganz gut, dass die Spieler auch dieses Deck halt so ein bisschen in ihr Herz geschlossen haben und es ein bisschen spielbar gemacht haben. Überfallraptor, Heal-Adler. Gräfresiger, Reptolfin, Gretis. Panzer der Virtualwelt, Jaja. UA-Libero-Angreifer und dann haben wir UA-Superstadion. UA-Umkleiderraum, Boxender Panda, Mutanten-Zusammenstoß und Doppel-Avatar-Pakt. Was natürlich auch dieses Set ein bisschen belastet zur aktuellen Zeit, wo ich es jetzt öffne. Und auch so ein bisschen von seinem Release-Zyklus her ist natürlich, dass eine Bandless quasi mitten um die Ecke ist. Und man nicht weiß, was passiert mit den alten Decks, die jetzt momentan noch gut sind. Werden die gehittet, werden die nicht gehittet, wie stark werden sie gehittet und wie stark verbessert das quasi die Decks, die hier auch irgendwie mit drin sind und macht die halt spielbarer und damit attraktiver auch für die Spieler. Das sind so ein paar Fragen, die noch ausstehen, aber es kann sein, dass es, wenn ihr das eine Woche später guckt, das Video oder so, dass das dann bis dahin schon mittlerweile beantwortet ist. Achtung Amor, Geonator Vertauscherin, Doppelavatar siegt über das Böse, Tor der Virtualwelt Quinglong und Doppelavatar Fäuste Yuhi. Boxender Panda, Revolte der Starbrigade, ewig im Finale Sperrfeuer und UA Umkleideraum. Tapferer Pinguin. Pattsituation des Starbrigade, ewig im Finale Beschwörer. Hine, Sumi, Hanabi und haben wir fröhliche Melfis als Super Rare. UA wichtigster Spieler, Mutant GB88, Mutanten Zusammenstoß und Mutanten Explosion. Von der einen Ultra habe ich nicht mal drei gezogen bisher, glaube ich. Ich weiß nicht, welche von den beiden das ist. Aus dem Ultra-Bereich. Wäre mal ganz gut, wenn wir die mal nachziehen würden. Würde ich wieder mal das Playset voll haben. Starbrigade, Nerval. Xichi der Virtualwelt Gigi, Kirin der Virtualwelt Lili, ewig infernale Wildkatze und ewig infernaler Verhängnis Erzunterweltler als Super Rare. Fester Wille des Überfallenden, Mutantenfusion, Boxender Panda und Xyz Import. Ja, ewig infernal auch wieder neuen Support hier bekommen. Ist das jetzt ein starker Support eigentlich? Das weiß man, das weiß ich ja eigentlich nicht so. Dogmatiker Zismus, Panzer der Virtualwelt, ja, ja, Erwachen des Besessenen Gaga. Gigabyte, UA-Spielemanager und dann haben wir Perfekte Harmonie, Eid der Starbrigade,
Fellsöldner Neuling, Doppelavatar Rückkehr und ewigen Finales Sperrfeuer. Hier ist auch so die Crossover entstanden, jetzt hier zwischen UA und FA, dass wir so ein bisschen zusammen jetzt Support bekommt, was auch ein bisschen merkwürdig klingt, aber mal sehen, worauf Konami damit noch in Zukunft hinaus will. Erwachen der besessenen Rasen Rio, Profines, der taktische Fallensteller, Starbrigade Nerval, Überfall Raptor Heeladler und dann haben wir, Armeteil, das Chaos Phantasma Phantom der Wut als Ultra Rare. Sehr cool. Für die Oldschool-Spieler. Eine Karte hier auch mit dabei zum Sammeln. Passend für alle GX-Fans. Neues Bossmonster für die, dass man da hier mit fusionieren kann. Sehr cool. Zwei Ultras bisher. Arcanes Lesen, Xyz Import, Doppelavatar Pakt und UA wichtigster Spieler. Da geht noch einiges. Ist aber noch merkwürdig für mich, muss ich sagen. Keine Rares. Da ist die Abwechslung doch nicht so stark gegeben. Erwachen der besessenen Gagigobite, Starbrigade, Rugal, der Silbergranatenschütze, Erwachen der besessenen Rasenrio, Kirin der Virtualwelt Lili und Drache der Virtualwelt Longlong. Sehr gutes Rank 3. UA wichtigster Spieler, Doppelavatar Rückkehrer, Mutantenzusammenstoß und Doppelavatar Pakt. Ewig Infernale Wildkatze, UA Spieler Manager, Ewig Infernaler Beschwörer, Überfallraptor Heeladler, Mutant Ungeheuer, Boxender Panda, Mutantenfusion, Arcanes Lesen und Ansturm in einer finsteren Welt. Yeah. Interessantes Wording dafür, was sie sich da gefunden haben. Pattsituation der Starbrigade. Achtung, Armor. Kirin, der Virtualwelt Lili. Hinezumi, Hanabi. Und dann haben wir Doppelavatar Fäuste, gepanzerter Agio. Super Rare. Mutantenexpansion, Revolte der Starbrigade, UA-Umkleideraum und Boxender Panda. So, letzte Karte auf der rechten Seite. Secret oder nichts. Und dann der Rest auf der linken Seite. Mal sehen, ob wir halt quasi jetzt die Hälfte von dem erreichen, was wir normalerweise ziehen. Oder ob der Rest auf der linken Hälfte diesmal dabei ist. Tor der Virtualwelt, Quinglong, Erwachen der besessenen Rasen Rio, magischer Makler, gefräßiger Reptolfin Gretis. Und dann haben wir, Überfallschwinge als Ultra-Rare hier. Wie gesagt, hier hat nicht nur FA und UA eine Crossover gerade. Hier hat auch die Phantomritter und Überfallraptor ein Crossover. Sehr interessant. Zwei unterschiedliche Spieler. Im Anime, die deren Karten jetzt quasi in ein Thema reingeworfen werden. Natürlich aber zwei, die beste Freunde sind halt eigentlich im Anime. So, freilaufende Monster, Mutantenzusammenstoß, Arcanes Lesen und Handteufel. Gut, das heißt, auf der linken Seite sind alle Secrets und noch eine Ultra irgendwo versteckt. Und wer weiß, vielleicht noch die ein oder andere Starlight. Hinezumi Hanabi, Erwachen der besessenen Rasen Rio, Ewig Infernale Wildkatze, Starbrigade Nerval, Mutant Synthese, Mutanten Expansion, Mutanten Fusion, Arcanes Lesen und freilaufende Monster. Ich habe so viel Arcanes Lesen hier drin. So, dann kommen wir zum nächsten Booster und schauen mal an, was uns da so erwartet. Prüfines, der taktische Fallensteller, tapferer Pinguin, Panzer der Virtualwelt Yaya, Geonator-Vertauscherin und Tor der Virtualwelt Tschutsch. Mutantenzusammenstoß, Arcanes Lesen, Handteufel und Revolte der Starbrigade. Nächstes Pack, Phantom Rage. So, UA Libero Angreifer, Überfallraptor Heeladler, UA Spielemanager, Tor der Virtualwelt Quinglong und dann haben wir Kontrollpunkt als Secret Rare. Wow. Das ist eine sehr interessante Karte. Ich bin gespannt, ob die irgendwann mal Anklang finden wird. Weil die von ihrem Effekt nicht so schlecht ist. Vor allem für Trap Decks sehr interessant, das zu spielen. Bin mal gespannt. Mutantenexplosion, Mutanten GB88, Ewig Infernale Paranoia und freilaufende Monster. Achtung, Armor. Die Phantomritter der beschmutzten Beinschienen. Pattsituation der Starbrigade. Gefräßiger Reptolfin Gretis. Flammenedler Ritterhauptmann Oliver als Super Rare. UA-Umkleideraum. Bankett der Millionen. Fester Wille der Überfallenden und Mutanten-Explosion. Chichi der Virtualwelt Gigi, Hinezumi Hanabi, Kirin der Virtualwelt Lili, Starbrigade Rugal der Silbergranatenschütze und dann haben wir Mutant Arsenal als Super Rare. Eite der Starbrigade, Mahama der Feenrache, Doppelavatar Rückkehrer und Fellsöldner Neuling. Next Packity Pack. Erwachen der besessenen Rasenrio, magischer Makler, UA Spielemanager, Dogmatiker Zismus, Stadt der Virtualwelt Kowloon als Super Rare. Ansturm in eine finstere Welt, Revolte der Starbrigade, Perialis, Kaiserin der Blüten und ewig infernales Sperrfeuer. Na, jetzt ist wieder mal so ein
Tolles Display, was wir hier haben. Mutantengeheul, Paz-Situation der Star-Brigade. Achtung, Armor. UA-Libero-Angreifer. Dann haben wir Mutant Ultimus. Als Secret Rare. Interesting. Den haben wir auch gar nicht, glaube ich, so viel aus dem Case gezogen. Ich glaube, da haben wir relativ wenige davon gesehen. Bisher hat das Deck noch nicht so stark eingeschlagen. Ich bin gespannt, ob da irgendwas geplant ist für die nächsten zwei Sets, ob da noch was mit reinkommt. Weil die haben ja schon sehr viel Support hier drin mitbekommen. Also wenn, dann würde ich sagen, dass da nur noch eine Handvoll noch Karten kommt und nicht mehr nochmal so ein, was waren das hier, 13 Karten oder so oder 15 Karten, die dazu rauskamen. Dann sind, glaube ich, mittlerweile dann genug auch dafür unterwegs. Mutant GB88, Doppelarbeiter Pakt, Mutantenfusion und Mutantenzusammenstoß. Nächste Porte. Oh, es fehlt noch ein Ultra Rare. Star-Brigade, Ruhrgeile, Silbergranatenschütze, tapferer Pinguin, Doppelarbeiter siegt über das Böse, die Phantomritter der beschmutzten Beinschienen und Phantomritterkralle des Überfallraptors als Super Rare. Boxender Panda, Eite der Star-Brigade, Festival des Überfallenden und Revolte der Star-Brigade. Da haben wir nur noch, was sind das? 4 Booster? Das ist sehr ungeil. Gigi, der Virtual Welt, Gigi, Dogmatiker, Zismus, Magischer Makler, Mutantengeheul, Flammenedler Ritter, Hauptmann Oliver, Freilaufende Monster, 1 oder 8, Bankett der Millionen und Mahama, der Feendrache. Ja, ich glaube, ein Starlight, das wird heute nichts mehr. Es sei denn, das Display möchte uns überraschen. Aber die vierte Ultra würde ich schon gerne haben wollen. UA Libero Angreifer, gefräßiger Reptolfin Gretes, Doppelavatar sieht über das Böse, Erwachen der Besessenen, Henker Gigobyte. Und dann haben wir Doppelavatar, ermächtigter Kongyu als Ultra Rare. Alles klar. Eid der Starbrigade, Handteufel, Mutantenfusion und Ansturm in eine finstere Welt. Das Doppelavatar-Deck, von dem habe ich bisher, glaube ich, von den neuen Themen, die hier drin sind, am wenigsten gehört. Ist das irgendwie in irgendeiner Art und Weise cool oder ist das wirklich nur, Filler-Deck. Das weiß ich nicht. So. Achtung, Armor, ewig infernaler Beschwörer, Starbrigade Nerval, Mutanten in Geheul und dann haben wir Überfallraptor würgender Lanius, also Super Rare. Perialis, Kaiserin der Blüten, ewig infernaler Paranoia, Mutantenzusammenstoß und 1 oder 8. Und das letzte Boosterchen, das wahrscheinlich nichts mehr drin hat, aber falls es was hat, nehmen wir es gerne mit. Geonator, Vertauscherin, UA Libero Angreifer, Profines, der taktische Fallensteller, Hine, Sumi, Hanabian haben wir. Gizmek Makami, die wilde Reißzahnfestung. Immerhin ein cooles Gizmek-Monster noch zum Abschluss. Super Rare. Doppelavatar Pakt, Mutantenexpansion, ewig Infernat Sperrfeuer und dann Perialis, Kaiserin der Blüten. Ich würde sagen, wir räumen kurz auf und sehen uns zum Recap wieder. Bis gleich. Bei den Super Rares haben wir ein Yuhi, zweimal das Ungeheuer, ein Arsenal, einmal die Reißzahnfestung und einen Lanius. Dann bei den Spells UA Superstadion, eine Aun und eine Kowloon. Dann bei den Traps eine Phantomritterkralle des Überfallraptors und eine Chuche. Eine Mutantensynthese und Doppelavatarfäuste Agio bei den Super Rare Fusionsmonstern. Bei den Synchromonstern haben wir ein ewig infernales Verhängnis, unser Erzunterwäldler und zweimal den Hauptmann Oliver. Und bei den XYs haben wir ein Longlong und einmal fröhliche Melfis. Und dann bei unseren Ultra Secret Pulse haben wir Überfall, Schwinge, Doppelavatar, ermächtigter Kongyu, Armetal, Chaos von Tasma, Phantom der Wut. Phönix der Virtualwelt Fanfan und dann bei den Secrets Mutant Ultimus und Kontrollpunkt. Ja, was sagen wir da zu dem Display? Also, die Ausbeute ist durchschnittlich und ich würde sagen, vom Inhalt ist es etwas mager. Hätte ein bisschen besser sein können von dem Puls her, aber hey, man kriegt halt nicht alles, was man will. Und bei Konami ist es halt, wenn ich ein Display gesponsert kriege, entweder krass oder nicht so krass. So ein Medium-Weg, das wäre auch mal was. Ein bisschen mehr Medium und manchmal krass, aber weniger von dem nicht so krass. Das wäre super. Ja, ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.